jedes Mal. Hey, hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen Gero-News. Das erste vorweg, die Männer im Hintergrund und der Kran und alles sind die Vorzeichen dafür, was im nächsten Jahr hier passiert. Also dieses gesamte Jahr wird nämlich die gesamte Wohnanlage hier umgebaut. Das heißt, es kommt ein riesen Gerüst drumherum, es werden alle Fenster rausgerissen, neu gemacht und. Das heißt, falls ihr euch in einem Video mal wundert, was ist das denn für ein Geräusch, es wird ein Handwerker sein. Das war jetzt auch schon in den letzten zwei Wochen ein bisschen problematisch bei mir, weil ich immer wieder zwischendurch die Aufnahmen neu machen musste oder unterbrechen musste, weil halt irgendwo gebohrt wurde. War nämlich direkt nebenan bei den Nachbarn. Und jetzt als nächstes kommt es bei mir in der Wohnung. Das wird dann nochmal sehr unpraktisch. Und in den nächsten Wochen allgemein muss ich schauen, wie ich das so hinbekomme und in den Monaten. Wobei ich denke, je später es ist, also je weiter weg von jetzt, desto leiser werden die Geräusche auch, weil sie halt immer weiter nach oben gehen in den Stockwerken und dementsprechend das Geräusch nicht ganz so gut nach unten kommt. Andererseits hatten wir auch noch das neue Projekt. Satellite Rain ist draußen und war zuerst nur als Patreon-Projekt gedacht, weil ich habe ja drei laufende Projekte und ich würde ungerne Sachen davon schleifen lassen. Deswegen habe ich es zuerst nur bei den Patreons hochgeladen, weil da weiß ich, wenn mal ein paar Tage was nicht kommt, dann meckert auch keiner, weil die Leute wissen, was bei mir so alles um die Ohren ist. Und dass ich es nicht böse meine, sondern dass meistens auch Gründe hat, warum Folgen nicht kommen. Aber als dann abzusehen war, dass ich da gut was produzieren konnte, ohne dass irgendwie Ausfälle da sind, habe ich es jetzt auch öffentlich gemacht. Das heißt, wenn ihr da ungeduldig seid, könnt ihr auch einfach für $1 Patreon werden und habt dann Zugriff auf die Playlist. Also auf die komplette Playlist. Momentan ist glaube ich nur bis Folge 7 oder so. Und in der Patreon-Playlist kann man schon bis Folge 20 gucken. Aber halt ohne Gewähr, wann in den nächsten Folgen kommen, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal aufnehmen kann. Ja. Und, achso, genau. XCOM Long War sollte ja auch bald eventuell durch sein. Danach habe ich vor, Xenonauts mit dem X-Division-Mod zu spielen. Was quasi was ähnliches ist wie Long War, nur halt für Xenonauts. Also absolut hart, absolut abgefahren und tierisch viel neuer Content. Da muss ich mal schauen, wann und wie das denn soweit ist. Und das sollte es auch fürs Erste von mir gewesen sein. Bye bye und Prost, Hämmern.